anderen Leute, Bosskampf! Ja, der Typ geht mir gerade richtig auf den Sack, weil er mir ganzen Scheren hier auseinander nimmt. Ruht euch aus, Oberon! Helden brauchen Ruhe. Huch! Nicht schön, wenn einem das genommen wird, was man liebt, nicht wahr, Khan? Ohne Vernunft bleibt nur noch Wahnsinn. Oh Mann, das nervt Goldo, gerade. Du kannst so viel Gold haben, wie du willst, mein Freund. Einem ja, Helden Steuerung. Verweigert man nicht. Auf einmal kommt er um die Ecke, ist klar. Gönn dir noch ein Spanferkel. Ich gönn dir noch ein Spanferkel. Du bist ein Held. Ich glaube, sie mag euch, Fürst Ferdinand. Wenn ihr mit ihr durchbrennen wollt, sag ich es keinem. Könnte ich mir nicht vorstellen, wie ich gerade diesen Typen am Hassen bin. Diese Jule hat alles. Aber sie wollte das haben, was anderen Leuten gehörte. Oh nee, jetzt geht er wieder in seinen Imba-Rage-Mode. Ruht euch aus, Oberon. Helden brauchen. Nicht schön, gut, wenn ist einem das genommen wird, was man liebt, nicht wahr, Khan? Ohne Vernunft bleibt nur noch Wahnsinn. Goldo, du kannst so viel Gold haben, wie du willst, mein Freund. Einem Helden verweigert man nichts. Gönn dir noch ein Spanferkel, Wilfried, oder zwei. Du bist jetzt ein Held. Boah, der ist mir da echt zu fix, was es dir angeht. Ich glaube, sie mag euch, Fürst Ferdinand. Wenn ihr mit ihr durchbrennen wollt, sag ich es keinem. Diese Jule hat alles, aber sie wollte das haben, was anderen Leuten gehörte. Ruht euch aus, Oberon. Helden brauchen. Alles klar, ich verstehe so Milch, die. Nicht schön, wenn einem das genommen wird, was man liebt. Zum Glück macht er erst Schaden, wenn er unterwegs ist. Ohne Vernunft bleibt nur noch Wahnsinn. Goldo, du kannst so viel Gold haben, wie du willst, mein Freund. Einem Helden verweigert man nichts. So, was machst du jetzt für eine Farbe? Gönn dir noch ein Spanferkel, Wilfried, oder zwei. Du bist jetzt ein Held. Ich glaube, sie mag euch, Fürst Ferdinand. Wenn ihr mit ihr durchbrennen wollt, sag ich es keinem. Ja, komm, geh in deinen Imba-Rage-Mode. Diese Jule hat alles. Aber sie wollte das haben, was anderen Leuten gehörte. Immerhin zerbrisselt er auch damit aus seinen eigenen. So, was machst du jetzt für eine Form? Ruht euch aus, Oberon. Helden brauchen. Ist braun, oder? Ja. Nicht schön, wenn einem das genommen wird, was man liebt, nicht wahr, Khan? Ohne Vernunft bleibt nur noch Wahnsinn. Goldo, du kannst so viel Gold haben, wie du willst, mein Freund. Nö, ich hab jetzt nicht wieder rausgefunden, wie der geht. Gönn dir noch ein Spanferkel, Wilfried, oder zwei. Du bist jetzt ein Held. Da geht er, okay. Was ist das jetzt für eine Form? Grün, grün ist gut. Ich glaube, sie mag euch, Fürst Ferdinand.
Wenn ihr mit ihr durchbrennen wollt, sag ich es keinem. So, jetzt schnell drauf. Ich klopfe mal ein bisschen mit. Ich habe keinen Bock auf den Typen. Diese Jule hat alles. Okay, haben wir geschafft. Puh, nicht mehr viel. Dann haben wir ihn. Ich denke mal, in diesem Part schaffen wir es auch locker. Ruht euch aus, Oberon. Helden brauchen. So, was ist das jetzt für eine Form? Nicht Rot. Schön, wenn einem das genommen wird, was man liebt, nicht wahr, Khan? Ohne Vernunft bleibt nur noch Wahnsinn. Okay, mir ist gerade das Spiel wirklich flüssiger geworden. Ich weiß gar nicht, warum. Du kannst so viel Gold haben, wie du willst, mein Freund. Einem Helden verweigert man nichts. Okay. Naja, mach ruhig deine Scheiße. Spanferkel! Der Spanferkel, Mann! Der nervt so, ey! Ein Held! Das ist das Schlimmste an Overlord. Wirklich mit das Schlimmste. War wirklich diese scheiß Sprachausgabe, dass sie immer denselben Lautstärke hat, egal wie oft die Wette weg seid, und dass sie immer denselben Scheiß labern. Das war das Schlimmste im gesamten Spiel, und das macht er jetzt gegen im Endboss ausgerechnet auch noch. Alles klar, ich glaube, jetzt haben wir ihn. Diese Jule hat alles. Aber sie wollte das haben, was anderen Leuten gehörte. Grüne drauf. Ich habe euch nicht befohlen, zurückzugehen. Die Guten wissen nicht, wie nah sie dem Bösen tatsächlich sind. Okay, das stimmt. Ab mit dem Kopf! Und so besiegte der böse Overlord den anderen bösen Overlord, und das Land jubelte. Sein Territorium gedieh. Das Böse wurde ein Teil des Lebens. Seine Schergen vermehrten sich vielfach. Die Leute begegneten dem Anführer mit Ehrfurcht. Er, seine Mätresse und die Schergen lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh, 0% Verderbtheit. Ich glaube, wir haben uns ziemlich positiv abgeschlossen. Ja, dich mochte eh niemand. Das Böse findet immer einen Weg. Die robotische Wüste strotzt vor böser Energie, dunkler Herr. Das muss die Quelle all dieser Unterwelten sein, die hier überall auftauchen, als ob die Gegend ihnen gehören würde. Ich war so frei, Herr, den Unterweltstein zu diesem Tor zu bringen. Er wird durch dieselbe Energie zum Schwingen gebracht. Wenn ihr alle anderen Steine findet, können sie diesen kleinen Teufel vielleicht öffnen. Dein Kopf nehme ich mir auch vor. Stirb! Mann, du Penner! Und nein, das machen wir nicht. Nein, sorry, das Alan Raising Hell, das machen wir nicht, weil es frustriert mich jetzt zu sehr. Nein, Leute, wir haben Overlord durch. Ohne Credits. Nicht darum, Herr. Geht und zerschlagt etwas. Ich gehe runter und ja, hoffe, dass er mir jetzt irgendwie die Fresse... Nee, warte, ich weiß, wie man die Fresse halten kann. Wie gesagt, wir beenden das Spiel jetzt ohne Credits, weil das Spiel hat es nicht verdient mit den Credits, ganz ehrlich.
Moment. Ihr müsst leise sein. So sind sie leise. Also, wir können jetzt natürlich nochmal die ganzen Unterwelten machen, aber nein, will ich nicht, weil ich habe keinen Bock auf die Unterwelten. Die sind scheiße und langweilig und doof. Deswegen gebe ich jetzt hier mein Endresümee und mein Fazit ab. Ah, wir haben es endlich durch. Oh. Ich muss erstmal richtig durchatmen. Ich bin richtig froh, dass wir es durchhaben. Erstens. Ich glaube, man muss von Anfang an anfangen. Ich habe eigentlich mal so von Overlord nicht viel wirklich gehört. Nur so von wegen, ja, man kann das Böse spielen, nicht wie immer sonst das Gute. Ich denke mal, es gibt auch mehrere Endings, wenn ich mir das anguckt habe. Ich habe einen ziemlich guten Weg gewählt. Ich denke mal, wenn wir alle abgeschlachtet hätten, käme da ein anderes Ende raus. Aber ich will euch gewiss nicht die anderen Endings zeigen. Das könnt ihr voll vergessen. Nee, ich habe auch so erstmal nur, ja, was heißt, ja, positives mit Spiel eigentlich nur gehört. Ich habe nicht wirklich gehört, dass das Spiel scheiße ist oder sowas in der Art. Da hatte ich mir damals spontan gedacht, von wegen, ja, nimm es mal mit in eine Abstimmung rein, weil es auch gerade im Steam-Sale war, das billiger wurde und so, wo ich mir dachte, ja, kannst du dir eigentlich mal angucken. Ich hatte ganz kurz den zweiten Teil angefangen zu spielen, der sah auch zu Beginn ganz gut aus. Ja, aber es hat uns Abstimmung dann gegeben und dann wurde es halt Overlord mit großer Mehrheit eben gewählt. Lag, glaube ich, auch mit so daran, ja, weil auch die Abonnenten von mir selber nicht so genau wussten, was es ist. Die waren teilweise in der Fassung wie ich, von wegen, ja, hört sich ganz interessant an und kann ein interessantes Spiel sein und so. Deswegen kam es dann überhaupt erst, ja, zum Let's Playen rüber. Und ich sag, ich gehe jetzt ein bisschen ausführlicher im Endresümee ein. Ich fange an, das Spiel zu spielen. Man hat es ja vielleicht in den ersten Parts auch gemerkt, ich war relativ motiviert, die Beteiligung von den Abonnenten war noch relativ gut. Ja, war lustig zu Beginn. Also mit den ganzen Schergen einzeln nach und nach holen, gucken, was sie so drauf haben. Die Grafik, ja gut, die Grafik ist jetzt nicht der Hammer, aber pff, mal ganz ehrlich, an Grafik geht's mir auch gar nicht wirklich. Also es war in Ordnung von der Grafik her. Das Problem am Spiel war gewesen, es fing ganz gut an, muss man schon sagen. Es war ganz in Ordnung, nur das Spiel hat wirklich in der Zeit lang wirklich an Problem gehabt, was sich folgendermaßen nennt, nämlich Abwechslung. Also es war immer wieder dasselbe und es hat auch immer wieder mehr gefrustet an dem Spiel allgemein her, dass der Gegner welche Einheiten bekommen hat, die mit einem Schlag quasi oder mit einer Attacke meine ganzen Schergenarmee killen können. Level-Design, was Katastrophe teilweise war. Von der Steuerung will ich überhaupt nicht sprechen, dass ich manchmal meine Schergen nicht wirklich befehligen kann, dass ich irgendwie, keine Ahnung, in deren Ansicht bin, obwohl ich es gar nicht mehr gemacht habe, sie einzeln befehligen möchte, dafür laufen alle rein oder ich gerne sofort allen Befehl geben will anzugreifen, stattdessen laufen sie alle einzeln da rein. Die Steuerung war eine richtige Katastrophe gewesen und hat auch mich sehr gefrustet teilweise. Die Kamera teilweise auch, die Kamerasteuerung war auch manchmal echt seltsam. Die KI, sowieso eine Katastrophe, also allein noch die von meinen Schergen. Ich sag nur, wie sie damals, war das Zimmerns gewesen, war es, war das sogar das blaue Nest, was sie durchs Wasser bringen wollten, meine braunen Schergen, und dabei gestorben sind? Wo ich mir dachte, wie kann man so dämlich sein und sich mitten in den Tod reinstellen? Markus wird wahrscheinlich genau wissen, was ich meine, falls ich es davon angucken sollte. Ja, glaubt mir, Goldene Unterwelt hier werde ich gewiss nicht machen, das könnt ihr total vergessen. Nee, Falsch ist ein schlechtes Spiel, sorry. Die Idee vom Spiel ist wirklich richtig gut, aber die Umsetzung scheitert an fast allen Punkten und das ist richtig kacke. Und ja, sorry der harten Worte, aber das ist einfach die Wahrheit. Die Bossgegner, ach nein, die Bossgegner. Sie sehen cool aus, sie haben coole Muster, aber allgemein entweder sind sie viel zu schwach, also habe ich es auch am Endboss gemerkt. Also sobald ich rausgefunden habe, wo seine komische Mega-Imba-Attacke Reichweite hatte und wo eben nicht, ja, hat er nur noch genervt, der war nicht mal schwer, nö, er hat nur noch genervt, das war's. Und Khan will ich gar nicht anfangen mit seinem Scheiß da und den zwei verfickten Typen, die mich die ganze Zeit gekillt haben. Nein, das war ekelhaft, das ist scheiße, sorry. Wie gesagt, sie sahen gut designt aus, die Boss-Gegner haben vielleicht auch einen ganz coolen Rhythmus und so, aber komm, es ist so kack umgesetzt. Nee, es ist einfach nur traurig, wie schlecht das Spiel eigentlich wirklich ist. Es ist wirklich traurig. Und das Add-on, ganz ehrlich, Raising Hell, ich meine, gut, soll es irgendwie noch Fans im Spiel geben, dass man so ein bisschen was Cooles einbaut, dass man so die ganzen Charaktere verarscht in den einzelnen Unterwelten, ist eine nette Idee, wirklich, aber A, hat das Spiel dafür meiner Meinung nach viel zu wenig Fanbase und B, hat es so kacke umgesetzt, dass selbst das noch frustet, also, pff, ich meine, gut, es war richtig witzig gewesen, wie wir Wilfried die ganze Zeit vollgefressen haben, der Ewigkeit dabei geplatzt ist, aber das dann mit Franz Ferdinand,
mit der Gartenschere da, wo ich mir denke, ja, klasse. Hab auch gerade nur 5 Sekunden Zeit, das alles zu machen. Also, nee, sorry, das ist einfach nur Kacke. Und wie gesagt, dem Spiel hatte wirklich ein bisschen Abwechslung und ein bisschen mehr Programmierung gut getan. Wie gesagt, wenn die Programmierung gut gewesen wäre, die Steuerung, die Kameraführung, die Bossgegner, dann wäre es ein gutes Spiel gewesen vielleicht sogar. Dann würde ich sogar das Leveldesign verzeihen. Aber so, pff. Ich glaube, das wird das erste Spiel aus allen Let's Plays, die ich gemacht habe, wo ich absolut gar keine Kaufempfehlung für geben würde. Ja. Das ist ein hartes Endresümee, aber das Spiel ist schlecht. Ich meine, es ist auch cool, die ganzen Schergen zu befehligen, aber pff, nö. Nö, es rettet das Spiel auch nicht mehr. Insofern, ja, bleibt mir nur zu sagen, das war's mit Overlord, Leute. Zum Glück. Ich bin im Grübeln, ob wir nächste Woche schon mit Wargame anfangen sollen oder nächste Woche erstmal wieder Magicka kommen soll. Aber da Markus momentan nicht da ist, würde ich spontan sagen, nächste Woche wird Magicka kommen, Wargame kommen, wie ich versprochen habe. Und dann wird auch ein bisschen häufiger Warsunder kommen. Also heißen, ich versuche jetzt es folgendermaßen zu machen, jede zweite Woche wird Warsunder kommen, mit ein paar Videos. Vielleicht ein Flugzeugvideo und ein Panzervideo. So wie ich es mal geplant hatte. Also ich werde mich jetzt noch ein bisschen an die Abstimmung halten, die gelaufen ist, jetzt wo Overlord durch ist. Ja, mit Overlord 2. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich spiele es mal leicht privat an. Guck mal nach, ob es wirklich besser geworden ist. Wenn es nicht besser geworden ist, fasse ich es nicht an. Wenn es besser ist, also wirklich in allen Punkten besser, die ich angesprochen habe, lasse ich es nochmal zur Abstimmung laufen. Ansonsten tut mir leid, aber ich werde es dann nicht let's playen. Und es soll jetzt gewiss ein paar schreiben von wegen, warum entschuldigst du dich, wir sind froh, dass du dich machen wirst. Wie gesagt, ich schaue mir Overlord 2 nochmal an. Ich habe es ja damals ganz kurz angespielt und ja, bin nicht sehr weit gekommen. Ich habe gerade mal die braunen Schergen, glaube ich, geholt. Die roten, weiß ich nicht. Also ich habe es ganz leicht angespielt, wo ich meinte, das ist interessant. Aber naja, der erste Teil war ja auch zu Beginn interessant. Ich werde es ein bisschen spielen, wenn mir auffällt, dass es genauso dieselbe Scheiße wie im ersten Teil, dann werde ich auf jeden Fall die Finger fallen lassen. Na gut, Leute, ich werde mal sagen, wir sind durch mit 3 Parts wie die heute, aber wir sind durch. Wir sehen uns bei anderen Projekten wieder, hoffentlich. Ich bin da richtig froh, dass ich die Scheiße durch habe. Das war Leonis GK mit Overlord. Over and out. Endlich!